ich fahre jetzt von Bocklemünd, die Endhaltestelle von der 4, zur Fahrradsternfahrt nach Mönchengladbach. Erstmal 25 Kilometer nach Grevenbroich, da wo Horst Schlemmer herkommt. Und dann, da ist der erste Treffpunkt der Fahrradsternfahrt, beziehungsweise einer der Treffpunkte. Es geht ja noch aus Aachen und Mülheim, Duisburg, Düsseldorf, Neuss und andere Städte. Ja, dann geht's mal los. Ja, hier ist natürlich das Ende. Super, erstes Mal verfahren. Nein, super. Und wieder zurück. Ah, super. Bräuch und nach Pulheim. Erstmal geht es nach Pulheim, das ist die erste Stadt, und dann ein paar Kilometer später kommt dann Grevenbroich. Und da steige ich dann in die Fahrradsternfahrt ein. Ich weiß nicht, am Marktplatz. Wenigstens halt die Landstraße ein Fahrradweg, nicht wie ein auf dem Weg nach Dürren. Aber jetzt geht's gleich erstmal nach Pulheim und dann nach Stommeln. Und dann bin ich schon in Grevenbroich. Geht schnell. Die Fennoer Straße wird dann gleich zur Grevenbroicher Straße und die geht dann nach Grevenbroich, wie der Name ja schon sagt. Ich habe noch genug Zeit. Kamera aus. Statt als hätte die Sprachsteuerung. Noch 21 Kilometer bis Grevenbroich. Geht doch. Und noch 1,5 Kilometer bis Pulheim Zentrum. Hier war ich noch gar nicht, ey. Ich war noch nie in Pulheim. Ich war noch niemals in Pulheim. Ich war noch niemals in New York. Nicht aufzusingen. Pulheim Zentrum, juhu. Und jetzt bin ich in Pulheim. Yeah. Und weiter geht's. Eine kleine Fahrt durch Pulheim. Wenn ich schon mal da bin, dann ist wieder rot. Da geht's nach Grevenbroich, nach links. Muss jetzt wirklich komisch. Muss ich nach rechts fahren, aber doch, weiter geht's. Na gut, folge ich halt den Schildern. Wenn die das sagen. Dann fahre ich mal runter von der Venloer Straße. Mann, ist das wieder laut hier.
So, das ist das Ortsausgangsschild von Pulheim und jetzt geht es 2,5 Kilometer bis Stommeln. Das sieht doch mal gut aus hier. Ein kleiner Fahrradweg. Auf dem Weg nach Dürenheim, da habe ich mich ständig verfahren, weil da nur Straße war und Bundesstraße und kein Fahrradweg. Und hier ist schön, kann man gut fahren. Und der geht bis nach Stommeln und dann sind es noch 18, 17 Kilometer bis Grevenbroich oder so. Ich hoffe, dass der Rest der Strecke auch so schön ist. Nur noch 17 Kilometer bis Grevenbroich. Geht ja. Und jetzt komme ich an in Stommeln. War ich auch noch nie. Muss man das kennen? So, bin jetzt in Stommeln und hier ist ein Fahrradweg, ne, wie man sieht. Und hier so ein Auto, zwei Auto, sogar ein Firmenwagen, der hier auf dem Fahrradweg parkt. So, Stommeln, aus Stommeln bin ich jetzt raus. Jetzt sind noch 4 Kilometer bis Rommerskirchen. Und dann noch 15, dann noch mal 10 bis Grevenbroich. Boah, scheiß Falschparker, das regt mich so auf. Und dann noch 3 hintereinander unten. 2 und ein Firmenfahrzeug, super. Kennen die keine Straßenverkehrsordnung oder? Mann, Mann, Mann. Naja, jetzt geht das mal raus hier. Schön Landstraße mit Fahrradweg. 10.50 Uhr, 50 Minuten bin ich schon unterwegs. Ist noch 15 Kilometer. Passt alles. Sehr gut. Hinten Kohlekraftwerk und ein bisschen super. Da ist ein Kohlekraftwerk und rundherum sind Windkraftanlagen. Passt ja alles. Geiles Bild, ey. Mann, Mann, Mann. So. Da, ich denke mal, die 59 ist eine Bundesstraße. Da kann ich nicht mit dem Fahrrad lang fahren, aber. Geradeaus nach Rommerskirchen. Ist noch 13 Kilometer insgesamt bis Grevenbroich und dann, ich glaube, nochmal 20 oder so. 25 bis, bis Mönchengladbach. Aber da fahre ich ja mit der Fahrradsternfahrt mit. Fahre ich zum Glück nicht alleine. Viel Natur hier. Herzlich willkommen im Rheinkreis Neuss. Neuss. Hier sind 2 Kohlekraftwerke. Sieht nicht so schön aus. Wetter ist schön. Kein Regen, hoffentlich. Unterwegs. Da ist noch ein Kohlekraftwerk. Naja. Hier ist Natur. Da ist Kohlekraftwerk. Rommerskirchen, juhu, endlich noch 10 Kilometer bis
Gräbenbereich. So, noch 9 Kilometer. So, jetzt geht's wieder in die Natur. Oder auch nicht, davon ist ein riesen Kohlekraftwerk, ey. Ätzend. Naja, wird schon. Ich bin jetzt 19,5 Kilometer gefahren. Noch 5 Kilometer. Super. Noch 5 Kilometer bis Grevenbroich. Juhu. Und da sind 2 Kohlekraftwerke und da hinten ist noch eins. Boah. Die Nerven hier, ey. Das ist voll gesundheitsschädlich. Und dann noch dieser Tagebau, Garzweiler und so, die sind auch umweltfeindlich und gesundheitsschädlich und so. Scheiß Kohle. Kurz vor Grevenbroich. Noch ein bisschen durch den Wald. Durch den Tunnel? Hm. Okay, in die Main. Und dann nach rechts. Und wieder runter. Wieder durch den Tunnel. So, da kommen mir jetzt keiner entgegen. Ah! War ja klar, dass mir jetzt jemand entgegenkommt hier. Irgendwie. Verfahren mich jetzt hier nicht. Sieht aber so aus, als wenn das die gleiche Straße wäre, wo ich hergekommen bin. Fußgängerzone in Grevenbroich. Juhu. Oh.
Jetzt muss ich nur noch den Marktplatz finden. Fünf Leute mit Pedelec, fünf Mitfahrer. Damit halb eins. So, wenigstens bin ich jetzt schon mal in Mönchengladbach, Stadtteil Odenkirchen. Noch 12 Kilometer bis Mönchengladbach in die Stadt. Wollt ihr noch Luftballons? Wir haben auch schon hier. Wir brauchen noch Luftballons. Braucht noch jemand Luftballons? Jetzt sind wir in Reit und kommen noch mehr Fahrradfahrer dazu und die Polizei. Oh, sogar Fahrradpolizei. Oh, einige mehr Fahrräder. Genau.
Ja, die sind ja lustig, rufen, weil der Polizei dabei ist. Alles schön abgesperrt hier. Sehr gut, alles abgesperrt. Ja, natürlich. Das geht so. Wir sind doch ein Verband. Ja, aber das ist so wunderbar. Musik in meinen Ohren, wenn die hupen. Ja. Da hinten. Der Hauptbahnhof oder was? Aus Westland, das ist sowas Ekelhaftes. Kenn ich nicht. Hier, die ganze Querspange da, die wird jetzt weggearbeitet. Ach, was kommt ihr denn damit an? Könnt ihr nicht alle einnehmen?